Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, so einfach ist das. 8 Punkte und schon wäre Mecklenburg-Vorpommern das Land bester Bildung, wenn es nach dem Antrag der AfD gehen würde. Das ist so wie, es ist dunkel, machen wir Licht an oder es regnet, spannen wir einen Schirm auf. Aber es ist eben nicht so einfach. Es steht auch außer Frage, dass Mecklenburg-Vorpommern allein durch die Behebung des Lehrermangels weit davon entfernt ist, das Land bester Bildung zu sein. Denn dazu gehört eine angemessene Stundenausstattung, statt die immer weiter zu reduzieren. Dazu gehört die Begrenzung der Klassengrößen, eine Art Obergrenze. Dazu gehört das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in den Mittelpunkt der Bildungspolitik zu stellen. Dazu gehört auch die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer besser zu vergüten. Zu fragen ist aber, ob durch die 8 Punkte des Antrages der AfD der Lehrermangel bei uns behoben werden würde. In Punkt 1 möchte der Antragsteller, dass die Lehrerbedarfsplanung nicht mehr alle 5, sondern alle 3 Jahre erstellt wird. Dieser Punkt verringert schon mal nicht den Lehrermangel, denn er berücksichtigt nicht, dass es nicht am 5-Jahres-Rhythmus liegt, dass wir einen Mangel haben, sondern an der Zeit dazwischen. Es fehlen zusätzliche Lehrkräfte für zusätzliche Schüler. Was wir brauchen, ist eine jährliche Nachsteuerung der Lehrerstellen, die eben nicht erst in der Mitte des bereits laufenden Schuljahres erfolgt und das auch nur, wenn die Schule dahinter kommt, dass ihr eigentlich mehr Stunden zustehen, als ihr zugewiesen worden sind. Die Landesregierung kennt die Schülerzahlprognosen und muss die Ausschreibung der Lehrerstellen wesentlich besser an diese Prognosen anpassen. Der 2. Antragspunkt, Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht nach Fächern differenziert zu erheben, ist richtig, das wird aber gemacht. Die Statistik besagt, welche Anzahl von Stunden in welchen Fächern ausgefallen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Ministerin hier geredet hat, dass es wesentlich mehr Bürokratie geben würde. Diese Ausfallstatistik gibt es, ist in jedem Klassenbuch, gibt sogar eine Verwaltungsvorschrift für. Was die Statistik nicht ausweist, ist das Unterrichtsfach, was erteilt wird, wenn nicht fachgerecht vertreten wird, also wenn Mathe ausfällt und es wird nicht mit Mathe vertreten, sondern womit wird dann vertreten? Das ist wichtig, um zu wissen, wie viel Unterricht in welchen Fächern habe ich. Das besagt aber Ihr Antrag nicht. Das andere fordere ich seit Jahren. Und das wäre eben auch kein Mehraufwand, sondern das wäre nur eine andere Matrix für die Statistik. Im 3. Punkt beantragen Sie, dass mehr Lehramtsstudienplätze zur Verfügung gestellt werden. Aber bereits heute sind ja längst nicht alle Studienplätze belegt. Wenn wir jetzt mehr zur Verfügung stellen, dann sind ja mehr leer. Was soll das denn? Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Geografie, Lehramt, regionale Schulen. Von 50 Plätzen 35 nicht besetzt. Kunst, von 30 Plätzen 26 nicht besetzt. Von Mathematik, von 60, 35 nicht belegt. Physik, von 40, 35 nicht belegt, also nur 5. Was aber noch viel gravierender ist, dass eben 60% der Lehramtsstudenten das Studium abbricht. Wir brauchen also vorerst nicht mehr Plätze, die dann nicht besetzt werden, sondern wir brauchen ein Lehramtsstudium, das seinen Namen auch verdient und solche Studienbedingungen bietet, die nicht zum Hinschmeißen zwingen, sondern zum Lehrerwerden einladen. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Antrag sieht vor, die Lehrerstellen noch zeitiger auszuschreiben. Derzeit werden sie im Februar online gestellt und dem vorausgeht eine Erhebung der Stellen, die ausgeschrieben werden müssen. Dieser Ausschreibungsmarathon beginnt meistens schon am Ende des vorhergehenden Schuljahres, spätestens jedoch im ersten Monat des neuen Schuljahres. Wie viel früher denn noch? Wer soll sich denn da bewerben, wenn die Referendare und Lehramtsanwärter erst im Februar bzw. im Juni ihre Ausbildung beenden? Dann haben sie gegenwärtig schon viel zu wenig Zeit, sich fristgerecht zu bewerben. Die derzeitige Regelung ist so katastrophal, die Studierenden werden in diesem Jahr zum Beispiel bei regionalen Schulen im September fertig. Also hier muss doch endlich mal das Ministerium in die Puschen kommen und muss mit den Hochschulen wirklich mal
gemeinsam in Gesprächen strukturiert und sicherlich auch durch zur Verfügungstellung von wesentlich mehr Geld, um mehr Dozierende zu bekommen an den Hochschulen und die Stellen dort nicht immer befristet auszuschreiben, um das dann mal überhaupt in die Reihe zu kriegen, dass das Studienende und der Anfang des Referendariats irgendwo miteinander kompatibel sind. Und dann eben auch zusätzlich zu sagen, am Ende des Referendariats, dass dann wiederum das auch mit der Bewerbungsfrist einherläuft. Derzeit ist es so, dass sich die Referendare bewerben können, haben sie aber noch kein Staatsexamen, zweites in der Hand, dann gelten sie nach den derzeitigen Kriterien als Seiteneinsteiger beim Bewerbungsverfahren und gehen ganz unten an das Ende der Nahrungskette bei den Bewerbungsverfahren und bei den Auswahlverfahren. Das ist komplett falsch, sieht aber Ihr Antrag jetzt nicht vor, sodass ich diesen Punkt, was ich gesagt habe, würde es keine Möglichkeit geben, einem aus Mecklenburg-Vorpommern hier Studierenden sich zu bewerben. Bei diesen derzeitigen chaotischen Bedingungen würden Sie mit Ihrem Antrag das nur noch verschlimmern. Die nächsten beiden Punkte sehen vor, eine Absolventenvermittlungsstelle an den Hochschulen zu installieren, damit von dort aus die Lehrkräfte vermittelt werden können. Warum soll eine Stelle an die Hochschulen? Die Hochschulen haben weder mit den Referendaren etwas zu tun, noch haben die Referendare etwas mit den Hochschulen zu tun. Die Lehrer haben nichts mit den Hochschulen zu tun und die Hochschulen haben nichts mit den Lehrern zu tun und mit ausgebildeten Lehrkräften nichts zu tun. Warum? Um alles in der Welt soll sich jetzt also die Hochschule um eine Aufgabe kümmern, die wirklich nicht ihre Aufgabe ist. Erschließt sich mir nicht, warum die dort jetzt eine Stelle einrichten sollen für etwas, wo sie überhaupt nicht zuständig sind. Der Punkt, dass durch ein spezielles Programm die gezielte Abwerbung, und ich zitiere Sie jetzt mal, von Referendaren aus anderen Bundesländern für Lehramtsstellen in Mecklenburg-Vorpommern erfolgen soll, das ist mir unverständlich, denn Referendare sind Auszubildende. Und Auszubildende können sich nicht auf Lehrerstellen bewerben, das können nur Ausgebildete tun. Hier ist Ihnen sicherlich nur ein Fehler in der Formulierung unterlaufen, ist aber eben eine Möglichkeit, oder deswegen können wir auch diesem Punkt nicht zustimmen. Ihre Möglichkeit, die Sie hier geben, wäre ein neues Seiteneinsteigerprogramm. Der vorletzte Punkt, da wollen Sie, dass mit den Referendarinnen und Referendaren Vorverträge geschlossen werden. Frau Hesse hat darauf hingewiesen, dass das Landesbeamtengesetz das derzeit nicht ermöglicht. Ich bin der Meinung, das Landesbeamtengesetz muss geändert werden, damit es möglich ist. Das sagt aber Ihr Antrag nicht. Also kann ich da leider auch nicht dann zustimmen. Und Punkt 8 des Antrages erübrigt sich, da bereits schon heute ausgebildete Lehrkräfte die Möglichkeit haben, eine weitere Zusatzausbildung zu erlangen. Das steht dann in § 19 Absatz 1 des Lehrerbildungsgesetzes, dass man die Möglichkeit hat, eine Zusatzqualifizierung zu machen. Das ist was anderes, als was Frau Hesse eben sagte. Frau Hesse ging auf Beifächer. Beifächer sind keine Zusatzqualifizierung für ausgebildete Lehrkräfte. Und es ist auch nicht richtig, dass alle Fächer für regionale Schulen und für Gymnasien als Beifächer ausgebildet werden können. Das steht zwar im Lehrerbildungsgesetz, wird aber so nicht umgesetzt. Das steht dann auch in der Beantwortung meiner kleinen Anfragen, die ich dazu gestellt habe. Ich denke, dass ich hier jetzt ganz vorsichtig das Abstimmungsverhalten meiner Fraktion deutlich gemacht habe. Falls aber noch Unklarheiten bestehen, sage ich es noch mal ganz deutlich, wir lehnen Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank.